Heute allerdings die Nagelprobe. Denn heute kamen Bobic und Elber, die zwei, die zusammen beim VfB schon 26 Mal trafen und damit mehr als ganz Leverkusen zusammen. Und das, obwohl die auch keine Pantoffelkicker im Sturm haben. Johannes Bekerner hat den Beweis. Ein Nationalspieler und eine Legende, namentlich ein Topsturm, aber nur 12 Treffer zusammen wohlgemerkt, sprechen eine eher durchschnittliche Sprache bis heute. Das Treffen der Brasileiros, Leverkusens gesperrter Sergio und Stuttgarts Giovane Elba. Der VfB Stuttgart komplett umgestellt im defensiven Bereich. Libero spielte Thomas Schneider, weil Verlat verletzt war. Und auch Schwarz und Grimm waren dabei für Berthold und Foda. Erste Möglichkeit. Elba gegen Holger Fach. Spielte Mandecker. Giovane Elba. Und Poschner. Minuten gespielt im Haberlandstadion und schauen Sie ruhig noch mal, wie knapp das in Wirklichkeit war. Poschner gegen Ramelow. Leverkusen mit Lupescu als letztem Mann. Holger Fach wurde zu Elbers Bodyguard. Wir konnten das ja eben sehen, umfunktioniert. Es war ein munteres Bundesligaspiel. Und so sah das dann ganz genau aus. Kirsten, Ramelow. Ja, einer muss doch. Lupescu. Nur 12 Tore durch den Bayersturm. Woran liegt es denn nun in Wirklichkeit, fragen sich viele in Leverkusen. Die Antwort der Stürmer lautet, wir bekommen zu wenig. Das kann es nicht sein. Ulf Kirsten. Tolle Parade des Stuttgarter Keepers Marc Ziegler. Und weiter Bayer 04 Leverkusen, die das Spiel jetzt richtig im Griff hatten. Wörns, Pescu, Rudi, Rudi Völler. Ein Schuss ist schick, eine Flanke wäre an dieser Stelle vermutlich die bessere Idee gewesen. Nach gut 20 Minuten, Bobic im Mittelfeld. Kein Foul, aber achten Sie auf Freddy Bobic. Er steht auf und hier merkt er, dass was ganz Schlimmes im Knie passiert ist. Schrecksekunde, sagt man normalerweise. Ich sage es Ihnen offen. Es könnte gut sein, dass es Schreckwochen werden. Auf jeden Fall ist er mit der Mannschaft auf dem Weg nach Stuttgart. Dort wird er morgen genauer untersucht. Ein Glück, dass der VfB guten Ersatz hat. Axel Kruse kam bereits in der 24. Minute. 22 Tore also hat Leverkusen in dieser Spielzeit bisher zustande gebracht. Bisher wohlgemerkt. Rudi Völler, Ziegler, Kirsten, nochmal Ziegler. Es war richtig was los. Und schauen Sie mal, solch Doppelchancen. Ulf Kirsten und Ziegler. Lange, lange ist es her, dass seine Mannschaft im heimischen Stadion getroffen hat. Und es waren mitnichten nur die Stürmer, die Ordentliches an Chancen zustande brachten. Das ist Markus Münch, der spielte ein bisschen die Sergio-Rolle. Münch! Und wieder Ziegler. Der Name wird noch einige Male fallen am heutigen Abend. Freistoß, Bayer 04. Es gab reichlich was zu besprechen heute Abend. Freistoß also. Und Neuendorf. Andreas Neuendorf in seinem 11. Bundesligaspiel. Ich glaube, der wird uns in Zukunft noch eine ganze Menge Freude bereiten. Weiter die Gastgeber. Seit über 3 Spielen kein Tor mehr geschossen. Rudi Völler. Und Kirsten. Ich denke, Sie sind mit mir einer Meinung. Möglichkeiten gab es nun wirklich en masse. Noch einmal. Rudi Völler. Und bei aller Liebe, Herr Kirsten, das ist für einen Stürmer normalerweise eine Pflichtveranstaltung. Weiter, Bayer 04. Drückend überlegen. Mitte bis Ende der ersten Hälfte. Lenov. Kein Abseits. Lenov. Und Ziegler war wohl derjenige, der diese Chance zunichte machte. Carsten Ramelow. Lenov, Rudi Völler, der sensationell viele Ballkontakte hatte.
sich ganz viel Bälle auch selber holte aus dem Mittelfeld. Wenn sie den nicht hätten, Völler. Und Kirsten hüpfte ein ums andere Mal ins Leere. Konnte einem fast schon ein bisschen leid tun, der gute Ulf Kirsten. Noch einmal, Völler. Und Kirsten. Dirk Heinen, dann Lupescu, der am ordentlichen letzten Mann spielte. Claudio Reyna und wieder Rudi Völler, der Mann der langen Wege, der Älteste auf dem Platz. Aber durchaus ein Aktiver. Es war zum Verzweifeln und wir wollten wissen, was ist mit Bobic. Auf jeden Fall kaputt sein, nochmal im hinteren Kniebereich. Und morgen habe ich eine Kernspintomographie und dann weiß ich weiter. Befürchten Sie Schlimmes? Ja. Nein? Ja. Europameisterschaft vielleicht in Gefahr? Ich weiß nicht, das ist ja Spekulation. Ich will erst morgen hundertprozentig wissen, was es ist. Wenn was kaputt sein soll, dann hoffentlich der Meniskus. Das kann man nämlich schnell reparieren wieder. Er nahm es ja dann doch noch relativ locker, der gute Freddy Bobic. Aber die anderen, die mussten es für ihn richten. Zweite Hälfte. Mal schauen, ob da mehr drin war für den VfB Stuttgart. Erstmal Leverkusen. Und dann Marco Haber. Aber ganz aktiv auf der rechten Seite. Gerd Poschner stand auf der linken Seite frei. Flanke wäre mehr wert gewesen. Fach. Und wieder Ballverlust. Wieder Marco Haber. Mal sehen, ob er dazugelernt hat. Er ging den langen Weg. Und diesmal sah er Gerhard Poschner. Kruse verlängerte. Poschner. Ohne Erfolg bis dahin. Ein Ball, was der für Freude bereiten kann. Und das ist offenbar altersunabhängig. Und wie es so ist in einem Bundesligaspiel, wenn die Linie einmal fehlt, Leverkusen kam schlechter aus der Halbzeitpause heraus, dann schleichen sich auch Unsicherheiten ein. Gerhard Poschner. Und diese Chance hätte Axel Kruse, da werden Sie mir recht geben, im Leben nicht haben dürfen. Missverständnis war das zwischen Rainer und Wörns. Mitte der zweiten Hälfte meldete sich Leverkusen dann zurück in einem durchaus temporeichen, aber irgendwie eigenartigen Bundesligaspiel. Die Hintermannschaft der Stuttgarter stand gut. Das Ganze verlagerte sich dann doch eher ins Mittelfeld. Es sah nicht immer zwingend aus, um es mal vornehm zu formulieren. Lehnhoff, Völler und dann Neuendorf. Wie gesagt, es ist sein 11. Bundesligaspiel. Ab dem 12. weiß er dann auch, dass man an dieser Stelle durchaus mal über den Keeper hinweg hüpfen kann. Neuendorf, gelb gab es für diese Aktion. 3 gegen 1 ist unfair, das wissen Sie. Aber wenn der eine Elber heißt, dann geht das schon in Ordnung. 3 gegen 1 für den Stuttgarter nämlich ein eher kleines Problem. Jetzt weiter der VfB in einer mittlerweile, wie gesagt, komischen, aber eben doch sehenswerten Partie. Legert. Einen. Haber. Und jetzt dürfen Sie dreimal raten, wer da in höchster Not auf der Linie klärte. Schauen Sie noch mal ganz genau. Erstmal die Flanke von Legert. Einen. Sichere Partie. Dann der Schuss von Haber. Und hinten ist Ulf Kirsten, der für seinen Keeper beinahe noch mehr hätte tun müssen. Aber es war ja schon in Ordnung so. Der VfB, wieder Haber, Elber. Einzige Unsicherheit an dieser Stelle von Dirk Heinen. Ermöglichte Kruse seine Chance. Dann Ecke Leverkusen. Und wieder die starke rechte Seite. Da klappte es irrsinnig gut mit dem Umschalten von Abwehr auf Angriff. Thomas Schneider. Thomas Schneider. Und zisch machte es. Ich glaube, Dirk Heinen hätte an dieser Stelle nur noch hinterher grüßen können. Und jetzt mal alle Mann und am Internationalen Frauentag dann gerne auch alle Frau. Aufgepasst. Ganz genau bitte.
Leverkusen im Angriff. Pass auf Ramelow, auf Feldhoff, der war gekommen. Und eine ganz, ganz strittige Situation im Haverlandstadion. Schiedsrichter entschied auf Weiterspielen. Szene 1, kein Abseits, wie ich meine. Feldhoff nicht im Abseits. Ribbeck völlig fassungslos, schon ob dieser Entscheidung des Kollegen Buchhardt. Und dann auch noch das hier. Ich sage mal, kein Foul und deshalb alles richtig gemacht, Herr Schiedsrichter. Meiner Meinung nach zumindest. Leverkusen, alles nach vorne. Holger Fach. Selbst die Mandecker rackerten jetzt nach vorne. Der gesperrte Sergio mochte es kaum noch mit ansehen. Aber seine Kollegen, die gaben zum Schluss dieser Partie wirklich alles. Nochmal Rudi. Einmal, zweimal, wieder nix. Dann Lehnhoff nach diesem Freistoß und eine Riesenparade von Ziegler in der 89. Minute. Und da merken Sie schon, es blieb bei diesem 0:0, während Sie in der Zeitlupe sowohl Lehnhoffs Freistoß als auch die Riesentat des Stuttgarter Keepers noch einmal sehen. Es blieb bei 0:0. Ecki Häuser mit Interviews. Ich glaube, es gab selten ein Spiel, wo sie so viele Torchancen hatten und so wenig reingemacht haben. Woran liegt es bei Ihnen? Na gut, ich sage mal, woran liegt es? Ich mache sie halt nicht rein. Das ist alles. Sicher hatte ich heute drei klare Chancen, habe sie nicht reingemacht. Ich meine, ich nehme das auch auf meine Kappe heute. Es kommt auch wieder bessere Zeit und mache ich sie wieder rein. Markus, warum sind Sie so sauer? Klarer Elfmeter, klarer geht doch gar nicht. Der Ball ist am Tor vorbei. Leeres Tor und er greift mir klar in die Beine. Die Aufnahmen beweisen, er hat sie nicht berührt. Ach, da müssen wir mal gucken, das gibt doch gar nicht. Ja. Machen Sie Ihre Tore demnächst in einer anderen Stadt, in Glasgow zum Beispiel? Nee, ich mache es auf alle Fälle bis Saisonende in Leverkusen und vielleicht darüber hinaus auch noch hier. Das muss ich auch mal sehen. Wie hoch sind die Chancen, dass Sie in Leverkusen weiter Fußball spielen? 50-50. Was erhoffen Sie sich von dem Ausflug am Sonntag nach Glasgow? Ich glaube, ich werde nicht fliegen. Warum nicht? Ich will mir mal Gedanken machen und ich glaube, der Club wie bei Leverkusen hat, glaube ich, erstmal Vorrang im Moment. Das heißt, die Chancen steigen für Leverkusen? Sicher. Okay, vielen Dank. So kann es also gehen, Bayern 04. Ein Punkt gewonnen und trotzdem zwei verloren. Die neue Regel macht's möglich. Ein ganz verrücktes Spiel, 0:0, obwohl es hätte 6:3 ausgehen können. Da gibt es noch einiges nachzufragen.